Ich begrüße Sie zur letzten Einheit von Satire 1.0. Endlich. Wir hatten in der letzten Einheit die kleine Aristius-Episode hinter uns gebracht und jetzt kommen wir zum Schluss der Satire, wo noch eine weitere Person auftaucht. Hier waren wir stehen geblieben. Subkulturlinguit. Casu venit obvius illi adversarius et quo tuto pissime magna inclamat vocet licet antesta reguero opponauriculam rapid inius clamor utrimpe undique concursus sic me servavit Apollo. Zufällig, wenn it kommt, historisches Präsens, kam ihm entgegen sein Prozessgegner. Das ist keinesfalls eine nächste Begebenheit, sondern wir sind ja immer noch da in der Nähe und sein Gegner, der ja auch schon lange auf ihn gewartet hat, der kommt da auch vorbei und ruft mit lauter Stimme, wohin du Schuft, du allerschändlichster Schuft, bist du auf dem Weg. Sie sehen hier die Stupissime, wenn man jetzt die Satire mal zurückblättert. Am Anfang hatten wir hier schön Dulcissime. Ja. Das ist vier Zeilen vom Anfang, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und hier, vier Zeilen vom Schluss, haben wir die schöne Form Turpissime. Wohin bist du unterwegs, du ja, Oberschuft? Ruft er mit lauter Stimme und sagt zu mir, kann ich dich zum Zeugen aufrufen? Ich aber halte ihm mein Ohr hin. Es war so, wenn man jemanden vor Gericht abführen wollte, dann musste man das vor einem Zeugen tun. Denn sonst konnte man wegen unzulässiger Gewaltanwendung gegen einen Mitbürger belangt werden. Der Aufruf zur Zeugenschaft erfolgte mit einer rituellen Handlung, nämlich, dass man jemanden packte, und zwar am Ohr. Und Auricula heißt an vielen Stellen Ohr, aber es bezieht sich hier ganz klar auf das Ohrläppchen. Also man musste jemanden am Ohrläppchen packen und sagen, willst du mein Zeuge sein? So, und Horaz streckt ihm jetzt schon sein Ohr hin natürlich und sagt, ja, auf jeden Fall, das ist der Gestus, der zeigt, dass er unbedingt sein Zeuge sein will. Rapid in use, er schleifte dann den Garrulus in use zum Prätor. Sie müssen sich vorstellen, dass das Tribunal ja in der Ecke ist. Lärm erhob sich von beiden Seiten. Von allen Seiten liefen die Leute herbei und so rettete mich Apollo, Mann, oh Mann. Jetzt nochmal einmal zurückschauen hier, ne? Dieses Tu, hätte ich auch noch Tu, also hier ist es ganz energisch, auch gestaltet von den Lauten her und dann merkt man, wie schnell das geht. Am Ende kleine syntaktische Einheiten, dass man so sieht, es wird jetzt aufgeregt und der wird dann da abgeschleppt zum Tribun. Der letzte Satz ist ein Ilias-Zitat, das vielleicht auch schon von Lucilius gebraucht wurde. Also man sieht hier, treffen sich verschiedene poetische Ebenen. Und man fragt sich natürlich auch, warum der Apollo da ins Spiel kommt. Und ich postuliere mal einfach, dass bei dem Tribunal
des Prätors eine Apollon-Statue gestanden hat, wie wir ja in Satire 1.6 schon gehört haben, dass da eine Marsyas-Statue stand. Das ist ein bisschen diskutiert, was hier das mit dem Apollon auf sich hat. Ich verweise Sie auf die Kommentare, da wird viel drin geschrieben und man muss natürlich gucken, was man davon nun alles glauben will. Ich selber werde demnächst auch mal die Quellen dazu nochmal sichten und dann gucken, ob ich noch was dazu Sinnvolles rausfinden kann. Ja, ich hatte Ihnen angedroht, dass ich noch was zu dieser Satire sagen will. Die Satire ist ganz klar bezüglich auf viele andere Satiren, ganz klar bezüglich auf Satire thematisch, auf Satire 1.6. Sie stellt die Freundschaft des Horaz und des Mäzenas dar, und zwar die auf einem epikureischen Freundschaftsbegriff beruht, und stellt sie dann der falschen Freundschaft gegenüber. Genau, Horaz wird immer so schlecht gemacht. Jetzt in den englischen Kommentaren, dass er diesen Garrulus so schlecht behandelt und so runtermacht. Aber im Grunde genommen, ja, muss man doch sagen, dass das, was er in den Satiren darstellt und jetzt hier exemplarisch darstellt, die Satire ist ein Exemplum sozusagen an eigener Person für die Aussagen, die er auch in der Satire 2 über soziales Miteinander gemacht hat. Also, dieses ist ja nur ein Exemplum und stellt eine allgemeine Lehre über Freundschaft, was Freundschaft ist und was nicht Freundschaft ist, wie man sich verhalten sollte als Freund und wie man sich nicht verhalten sollte, doch ganz deutlich dar. Und als dieses Exemplum sollte man es dann auch nehmen und nicht sagen, na, der Horaz, der hat jetzt aber diesen Garrulus so verachtet. Es sind einfach zwei exemplarische Figuren und der Horaz ist eine davon und es gibt dann eine zentrale Aussage. Und die zentrale Aussage dieses Gedichtes, die ist mir persönlich sehr sympathisch. Die heißt nämlich, falsche Freunde soll man meiden. Und was ist falsche Freundschaft? Falsche Freundschaft wird hier gezeigt, ist, dass man im Grunde genommen rumschleimt, versucht seinen Vorteil zu erlangen, dass man andere Leute aus dem Feld sticht, dass man über andere Leute schlecht redet und so weiter und so weiter und so fort. Und das ist ja eine schöne Aussage, dass man falsche Freunde meiden soll, finde ich. So, das ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage ist, dass man vielleicht auch Pseudo-Intellektuelle, sag ich mal so, meiden soll. Am schlimmsten sind natürlich die Leute, die von sich selbst behaupten, klug zu sein. Nicht? Aber im Grunde genommen dann eben die Kriterien für wirkliche Klugheit oder hier in diesem Sinne wirklich für wirkliche Kunstbeherrschung nicht erfüllen. Und das ist auch gerade aus dem Munde eines Künstlers auch keine schlechte Aussage, finde ich, dass man Leute meiden sollte, die ja, vielleicht selbst überzeugt irgendwas von sich verkünden, wie schlau sie sind. Nicht? Da gibt es an der Universität auch eine ganze Menge, vielleicht ist mir das deswegen so sympathisch, aber das sind ja zwei Kernaussagen dieses Gedichtes, die, wenn man es genau überlegt, also ich zumindest in meinem persönlichen Leben auch unterschreiben kann. Und deswegen würde ich mal den Horaz hier nicht so schlecht machen, wie das in den englischen Kommentaren passiert, auch wenn man natürlich merkt, dass er mächtig stolz darauf ist, dass er mit dem Mäzenas jetzt hier zusammen sein darf. Und vielleicht ist es ja auch absichtlich so konstruiert, weil er sich ja auch gerne in den anderen Satiren so als ein bisschen einfältig darstellt. Er lässt ja hier auch uns viel teilhaben, sodass wir überhaupt sagen können, Mann, du bist aber da so ein bisschen jetzt mit dem Mäzenas, hast du das ja ein bisschen übertrieben. Also insofern möchte ich nochmal den Autor hier in Schutz nehmen vor den ganzen Dokti, die hier unterwegs sind und einem wirklich herausragenden Dichter,
für meinen Geschmack manchmal etwas viel am Zeuge flicken. Seien wir also alle positiv. Insofern wünsche ich Ihnen was nach dieser schönen Satire. Jetzt habe ich noch zwei einzulesen und dann habe ich tatsächlich in den Jahren alle Satiren geschafft. So, und dann bis vielleicht zur nächsten Satire. Machen Sie es gut.